Tag Nummer 3742. Ich will endlich raus aus dem Knast hier. Als ob du der Einzige bist, der hier raus will. Jeder will hier raus, Mann. Es ist verdammt nochmal ekelhaft im Knast. Ich bin gefangen, weil ich ein gratis Luftballon geklaut habe. Das ist mein Grund. Kumpel, dafür wirst du dir auf jeden Fall nicht über 10 Jahre im Gefängnis sitzen. Das ist lächerlich. Ja, okay, dann waren es halt 2 gratis Luftballons. So, meine lieben Freunde, für euch heißt es jetzt Freizeit. Oh, endlich. Einmal am Tag dürfen wir immer rausgehen. Machen Sie sofort die Tür auf. Und ja, ich gehe vorsichtig. So, hier sind übrigens Waffen. Die werden aber streng überprüft und bewacht, Leute. Und wir sind jetzt hier auf dem Pausenhof und dürfen eine Runde Basketball spielen. Ja, lass uns eine Runde spielen. Yeah! Oh mein Gott, Leute. Wir können jetzt eine Runde kicken, aber das mache ich gefühlt über 10 Jahren schon. Und ich muss mir irgendwas jetzt ausdenken, Leute. Ich mag nicht mehr in dem Gefängnis sein. Ich habe schon öfters mal probiert, hier irgendwie einen Ausweg zu finden aus dem Gefängnis, aber ich werde hier niemals rüberkommen. Der Zaun ist einfach viel, viel zu hoch. Ihr seht es. Zack, zack, zack. Ich komme tatsächlich nicht raus. Keine Chance, Leute. Naja, so ist es nun mal. Aber was soll ich nun machen? Ich kann es halt nicht anders ändern. Hey, Vitamine. Sag mal, du willst wirklich ausbrechen? Hey, klar. Sag mal, würdest du das nicht wollen? Nee, ehrlich gesagt würde ich nicht ausbrechen wollen, weil ich habe nicht mehr so lange. Aber ich könnte dir einen Tipp geben, wie du ausbrechen kannst. Warte mal, du hast einen Tipp, wie ich hier freikomme? Ja, aber dafür komm mal mit in die Ecke. Das muss ich dir jetzt geheim erzählen. Okay. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt hier in der Ecke. Was machen die da hinten? Du musst es versuchen, wenn der Wärter das Essen in der Zelle vorbeibringt, ihn zu schnappen und seine Uniform zu klauen. Warte mal. Ja, du hast recht. Meinst du, das würde klappen? Wenn ja, dann könnte ich wirklich so abhauen. So, Leute, die Pause ist wieder vorbei. Ja, du schuldest mir noch 2 Bananen. Ja, genau, okay. So, ja, wir gehen zurück in die Zelle. Oh nein, okay, Leute, ihr habt es gehört. Das wäre eine Möglichkeit. Die ist echt gar nicht mal so doof. So, ich befinde mich schon wieder in der Zelle. Okay, ich werde jetzt meinen Kollegen vorbeischicken und dann gibt es Essen für uns. Hast du gehört? Das wäre deine Chance. Okay, gleich gibt es Essen, Leute. Und dann, wisst ihr was? Ich mache es wirklich. Du musst mir aber helfen. Du musst ihn festhalten und ich kann mich dann verkleiden. Ja, okay, von mir aus. Aber danach musst du mich auch rausholen. Aber klar, Ehrenwort, das mache ich. So, es gibt doch mal wieder Essen für euch. Frisches Essen. Ich würde gerne einmal Chips und einmal Cola haben. Ich würde gerne auch eine Pizza nehmen und ein Wasser. Alles klar, kommt sofort. Jetzt Vitamine. Okay, mein Zeitpunkt ist gekommen. Hey, Polizist, nimm das! Aua, aua. Hey, was ist das denn für ein Lärm? Okay, okay, okay. Und jetzt werde ich mir die Sachen anziehen. Und nun bin ich Polizist Vitamine. Da ist der Einkaufswagen. Und ich kümmere mich, dass er so lange nicht gesehen wird. Mach dich los jetzt. Ja, vielen Dank. Okay, okay. So, Gefängnisinsassen, ihr seid wieder frei. Ich habe jetzt alles an Essen fertig gemacht und versuche jetzt rauszugehen. Hey, Kollege, alles klar bei dir? Ja, alles klar. Wo willst du hin? Meine Oma hat Geburtstag. Seine Oma hat doch aber erst im Winter Geburtstag. Schnell weg hier! Wir sind tatsächlich frei, Leute. Oh mein Gott, was? Wie cool. Ich habe es echt geschafft, frei zu kommen. So, hallo? Wo zum Teufel ist Vitamine? Der ist gerade nicht da. Oh, oh. Kollege, was ist denn mit dir passiert? Oh, oh. Warte mal. Nein! Vitamine ist ausgebrochen! Oh, Chef, ich konnte absolut gar nichts machen. Ich wurde angegriffen. Ja, ist egal. Wir müssen auf jeden Fall Vitamine finden und suchen und einsperren. Der ist hochgefährlich. Wir müssen mit dem Helikopter ihn suchen. Wir werden es auch schaffen, ihn einzusperren. Ich glaube, die Luft sollte rein sein. Wir sollten jetzt schon lang genug uns versteckt haben. Übrigens ziehe ich mich jetzt auch erstmal aus und bin der alte Vitamine. Yeah! Auch hatte der Polizist noch eine Waffe in der Tasche. Das ist mega gut, denn ich bin ja mega gefährlich und werde natürlich wieder kriminelle Sachen machen, obwohl man es mal nicht machen sollte. Es ist dunkel, so wird mich erstmal keiner erkennen. Und wir brauchen jetzt erstmal was Mobiles. Hey, was steht denn da für ein Luxusauto? Prüfen wir mal unsere alten Skills, um zu schauen, ob wir das Auto noch knacken können. Oh Mann, was ein Prachtexemplar. Das sieht auch mega nice aus. Okay, wie wäre es, wenn wir einfach mal versuchen, dieses Auto zu knacken? Und schrauben, schrauben und yeah, geöffnet.
Alter, Leute, damit haben wir zwar unsere erste Straftat wieder getan, aber wir sind mobil. Yeah, oh mein Gott. Ich brauche aber ein bisschen mega viel Kohle und da... Schaut euch mal an, die machen gleich Ladenschluss. Das wäre unsere Chance, ein wenig Geld zu machen. So, schnell weg, weit weg von der Polizei vor allen Dingen. Okay, wartet Leute, ich parke hier hinten. Und dann werden wir mal schauen in dem Hintereingang. Da warten wir, bis die gleich den Laden abschließen. Und dann werde ich den Jungen überfallen. Das macht dann 7,62 Euro. Selbstverständlich, für diese Hose werde ich das auf jeden Fall bezahlen. Die ist mega gut. Das Rockstar-Bekleidungsladung-Team hat sich zu bedanken bei Ihnen. Ich werde mich bedanken. Tschüss. Jetzt habe ich eine neue tolle Hose. Heute haben wir einen guten Tag gehabt. Wir haben mega, mega viele Kunden gehabt. Und jetzt müssen wir das ganze Geld am besten noch sicher zur Bank bringen. Oder? Ach, es ist zu spät. Ich werde es heute einfach zu Hause lagern. Obwohl es echt ganz, ganz viel Geld ist. Sowas sollte man niemals mittragen. Aber wer soll das schon wissen? Ich schließe den Laden ab und dann wird schon alles passen. So, da wären wir. Jetzt werde ich noch schnell die Ladentür abschließen, damit hier kein Einbrecher reinkommt. Und nun ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Ich bin nur ein ganz normaler Mensch, der hier an der Wand wartet. Und... Warte mal, da hinten, er schließt gerade wirklich den Laden ab. Das ist unsere Chance, ihn auszurauben. Er hat auch mega viel Bargeld mit. Dupdi-dupdi-du, nichts anmerken lassen. Hey, du, Entschuldigung. Ja, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich wollte nach einem Taschentuch fragen. Oh, aber klar, da habe ich noch eins. Mir läuft echt die Nase und du nimmst jetzt die Hände hoch und gibst mir sofort das ganze Geld, was du hier hast. Hey, Kumpel, mach keine falschen Bewegungen. Du weißt, das wird alles die Polizei wissen. Hör auf damit. Komm, lass mich von Frieden. Haha, ich werde dich in Frieden lassen, wenn du mir das ganze Geld gegeben hast. Gib sofort her, mein Leben ist eh zerstört, da die Polizei mich sucht. Also gib mir sofort die ganzen Moneten her. Sofort, lass sie rausrücken. Ja, bitteschön. Lass mich in Ruhe, ja? Aber klar, und jetzt schön rückwärts langsam mit dir. Ja, wo soll ich denn hin? Was machst du mit mir? Rein hier. Los, sofort rein. Ja, schön. Und jetzt setz dich da in die Ecke und ich werde dich fesseln. Hey, aber du machst da komplette Dummheiten. Das ist mir komplett egal. Ich war immer kriminell. Und jetzt bleibst du schön hier. Haha. Yeah, Leute, da hat mir auf jeden Fall mega viel Geld verdient. Wir haben ein Auto heute schon gestohlen und mein Bargeld aufgefüllt. Ich würde sagen, wie wäre es jetzt, einen Schlafplatz uns zu suchen? Hier. Der Mensch wird auf jeden Fall da nicht mehr freikommen. Dann fahren wir einfach mal hier hoch. So, schön langsam, damit nichts ver... Oh, die Polizei! Oh mein Gott, Alter, das war ja nochmal knapp. Die hat mich fast erwischt, Leute. Aber die Polizei weiß ja nicht. Wow, was ist das denn hier? Warte mal, dieses Haus werden wir uns genauer anschauen. Das sieht doch perfekt aus, um hier eine Nacht zu übernachten und den Hausbesitzer auszurauben. Wir schauen mal rein. Oh mein Gott, der sitzt da vorm Fernseher. Und was schaut der da? Breaking News. Warte mal, was guckt der da? Wir schauen mal nach. Liebe Brookhaven-Bewohner, da es in den letzten Monaten und Wochen zu vieler Kriminalität in der Stadt gekommen ist, haben wir hier nochmal ein klares Bild von dem Täter. Hier sehen Sie den vermeintlichen Täter, der Hauseinbrüche, Überfälle oder andere Kriminalitäten plant. Er ist hochgefährlich. Wenn Sie ihn sehen sollten, melden Sie sich umgehend bei der Polizei. Er ist sehr, sehr gefährlich und machen Sie keine Dummheiten. Das war es von den Brookhaven-Nachrichten. Bitte halten Sie sich an diese Regeln und machen Sie keine Dummheiten. Leute, was? Die haben gesagt, die suchen mich. Oh nein, ich bin der meistgesuchteste Verbrecher in ganz Brookhaven. Aber na warte, ich werde mir das jetzt schon dreimal überlegen. So, ich klingel mal. Ding Dong, hallo? Wer klingelt denn so spät noch an der Tür? Hallo? 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 Ist hier jemand? Hallo? Okay, schnell rein und zack. So, ich werde mich verstecken. Oh mein Gott, ich bin jetzt in seinem Haus schon mal. Hallo? Klingelstreich. Ach Mann, ich hasse es so. Naja, egal. Dann werden wir abschließen und uns wieder hinpflanzen. Okay, er ist wieder drinne. Das ist unsere Chance, ihn jetzt komplett auszurauben. So, vorsichtig. Und ich würde sagen... Hey, du! Hände hoch oder ich werde schießen! Hallo? Hallo? Du machst jetzt sofort deine Hände hinter den Rücken und dann werde ich dich fesseln. Und so werde ich auf jeden Fall hier schön schlafen können. Hey, ich gebe dir alles, was du willst. Du kannst hier wirklich schlafen, ja? Ja, gefesselt bist du auch. Okay, Leute. Und das
Ist jetzt unser Tag. Ich lass dich hier gefesselt die Nacht. Morgen werde ich dich wieder freilassen und wir können jetzt schlafen gehen, Leute. So, das ist erstmal mein Schlafplatz für die nächste Nacht. Gute Nacht, Freunde. Nein, ich bin frei. Oh mein Gott, was soll ich jetzt tun? Da ist ein Verbrecher bei mir. Ich nehme ja mein Handy und werde sofort die Polizei alarmieren. Ja, Polizei, bitte kommen Sie schnell. Hier ist ein Verbrecher. Der meistgesuchteste. Dieser Vitamin ist bei mir. Hubschrauber? Leute? Und Hubschrauber? Was ist jetzt los? Warte mal, ich muss mal schnell auf den Balkon gucken. Hallo? Was ist hier? Oh nein, was ist das denn? Hier spricht die Brokehaven-Polizei, sie ist umzingelt. Oh nein, Leute, wir müssen abhauen, denn der hat uns verraten. Wie konnte der freikommen? Oh nein, oh nein, oh nein, schnell. Da telefoniert er. Schnell weg hier. Oh, so raus und... Oh nein, da kommt die Polizei auch noch. Bleiben Sie sofort stehen. Oh nein, oh nein, oh nein, Leute, was passiert hier? Schnell, drück aufs Gas, Vitamine. Ich muss die Polizei abhängen. Überall ist Polizei und die ist auch direkt hinter mir. Oh nein, keine Unfälle bauen, Leute, denn dafür haben wir auf jeden Fall keine Zeit jetzt mehr. Okay, okay, ich bin gut abgehangen. Das Polizeiauto hätte ich abgehangen, aber der Hubschrauber ist hinter uns. Stehen geblieben, die Brokehaven-Polizei ist hier. Oh nein, 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 ich muss abhauen. Ich könnte es doch schaffen, abzuhauen. Stehen geblieben. Okay, ich ergebe mich. Tja, hätte ich dir wohl gesagt, keine Chance gehabt. Oh nein, oh nein, oh nein, die Polizei hat mich tatsächlich geschnappt, Leute. Ich hätte damit gar nicht mehr gerechnet. Sie sind nun festgenommen, wir haben sie Ewigkeiten schon gesucht. Oh Mann, das war ja echt ein... kurzer Aufenthalt. Tja, wie sagt man so schön, Autofahren sollte gelernt sein. Oh nein, Leute, jetzt muss ich wieder ins Gefängnis. Na toll, egal. Vielleicht könnt ihr mir irgendwie helfen. Lasst mal alle einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr wollt, dass ich wieder aus dem Gefängnis ausbreche. Dann würde es mich wie mega, mega doll freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss.